Hallöchen meine Freunde, damit auch wieder herzlich willkommen hier zum Bus Simulator 2015. Wir wollen die Woche natürlich noch abschließen. Tut mir leid, dass es jetzt die letzten zwei Tage nichts gab oder halt auch nichts gekommen ist. Also einen Bus wollte ich jetzt ja wohl eher weniger nehmen. Hat leider Gottes mit den zwei Videos, die leider mehr oder weniger unvorbereitet kamen, nicht so ganz geklappt und Freitag musste ich zur Oma und das habe ich komplett vergessen und naja, Entschuldigung dafür. Aber heute geht's weiter, morgen auch und dann haben wir die Woche auch voll. Jedenfalls die fünf Folgen, die geplant waren. Und dann geht's nächste Woche nämlich mit den nächsten kleinen Play weiter. So, dann machen wir mal hier Licht an, dann nehmen wir mal hier rein und dann ziehen wir das Ganze mal hier raus. Und da sind wir jetzt immer noch in Berlin. Und immer noch, im Endeffekt jetzt in der wohl letzten Route. Also so scheint es zumindest. Route 5, alles weitere wird nicht angezeigt. Ich bleibe extra hier auf der Spur. Ist zwar angeblich noch eine rechtsabbiege Spur, aber vorne geht es ja geradeaus auch weiter. Von daher wird das Ganze schon passen. Regnen tut es ja nur gerade nicht. Hat zwar gerade den Anschein gemacht, aber war nicht so dabei. Na, nehmen wir so ein Auto. Würde ich jetzt ungern etwas heftiger schlingern, aber wir treten diesen hier ganzen Spaß eh entgegen, den wir ja mal ein bisschen schneller fahren. Hm, das war auch schon die Bordsteinkante. Oh, dann stellen wir da eine rote Ampel, haben noch 28 Sekunden Zeit, wenn wir denn pünktlich sein wollen. Ob wir das schaffen, ist jetzt so die Sache. Falls ich mich etwas verschnupft anhöre, dann möchte ich mich auch wieder entschuldigen. Es ist immer irgendwie, keine Ahnung. Kennt ihr das? Hier steht halt früh auf. Also es ist wirklich früh wohl bemerkt. Und es geht gar nichts mehr, der Hals ist zu, die Nase ist zu und irgendwann geht das wieder. So, das Problem habe ich gerade. Nur, dass ich nebenbei jetzt noch einen Crash gebaut habe. Oder dass ich jetzt nebenbei noch einen Crash gebaut habe und aufnehme. So. Schnell, liebes Volk. Bin ja mal gespannt hier, was die jetzt als... Also wenn das wohl die letzte Route ist, wenn wir jetzt in jeder Stadt 5 Routen haben, zu jedes Mal, nennen wir es mal, unterschiedlichen Zeiten, beziehungsweise Gegebenheiten. Also das hat mir jetzt Angst gemacht. Okay. Nett. Der packt minimalistisch rum, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Ich wollte jetzt eigentlich nur Abstand halten. Da haben wir hier nämlich schon die nächste Station. Da hat er mir jetzt 1:12 Zeit gegeben. Das muss man nicht verstehen. So zu und gibst du Gas. Aber ansonsten jetzt mal hier so zu sehen, nach einer fast einer Woche eher gesagt, als Fazit. Stark bremsen sollte man nicht. Das ist so das erste Fazit. Und ich finde das irgendwie ganz komisch, wie die nee, die sind so, okay. Wenn es immer so aussieht, als hätte ich, müsste ich da von der anderen Seite ranfahren. An sich ist das Spiel soweit eigentlich ganz schnieke. Jedenfalls jetzt, was Singleplayer angeht. Beim Multiplayer, wie gesagt, da streiten sich ja die Geister. Also sprich hier, die einen sagen, er funktioniert, die anderen sagen, er funktioniert nicht mehr. Wo ich ihn jetzt mal ausgetestet habe, das war am Dienstag oder Montag, je nachdem. Da hat er leider nicht funktioniert, deswegen habe ich es dann einfach sein lassen, weil ja gut, ich scheiß noch da drauf. Zumal ich es lieber hier eben Offline-Modus habe, dass ich die Werbung näher habe. So. Aber vom Groben und Ganzen her eigentlich ein solider Bus-Simulator.
der halt auch nicht nur auf dieses komplett simple Prinzip setzt, fahr hin und so weiter und so fort. Es gibt ja auch noch einen anderen Bus-Sim-Schlüpp, der ist so momentan, ebenfalls was die Play-Trends, also was den Play Store angeht, also Android, in den Trends drin. Das sieht ein bisschen aus wie CBS, also City Bus Simulator München. Den wollte ich mir noch angucken, aber ich habe sowieso jetzt momentan wieder so viel auf der Wunschliste, weil so viele interessante Spiele rausgekommen sind. Oder Mobile-Spiele, ja, so gesagt. Die ebenfalls im ersten Anschein danach aussehen, als könnten sie was tauchen. Ja, da war mittlerweile schon wieder rot, das kann keiner wissen. Aber dafür sind wir wenigstens pünktlich. Wir sind mal gespannt, wo sie jetzt uns überall hinschicken. Der ist gesperrt, das ist schön. Sprich, da vorne geht es nur geradeaus und links. Das heißt, wir. Quatsch, links oder rechts. Deswegen bleiben wir einfach mal hier in der Mitte, bis wir uns. Sagt, wo es hingeht, aber dort will er uns haben. Geht nicht, wenn es wieder rot. Ich bin zwar bei Grün rübergefahren. Gut, darf aber jeder auch sehen, wie er möchte. Und da vorne ist die nächste alte Stelle. Oh, und damit ist auch die Route komplett. Und das heißt, wir haben, wenn wir zurückgehen, Berlin abgeschlossen. Diese scheiß Funktion, Alter. Jo, haben wir ja auch. Berlin haben wir abgeschlossen. Level up über die 100 Kilometer. Ah ja. Das funktioniert also dadurch. Und die Leaderboards kann ich mir logischerweise nicht einsehen, weil wir offline sind. Okay, das heißt im Endeffekt, den nächsten Bus, den kriege ich leider erst ab 20.000 geunlockt. Okay, das heißt im Endeffekt, wir sind aber auch erstmal wieder fertig für heute. Deswegen denke ich auch fürs Zuschauen. Wie gesagt, denken wir dran, ist nur ein kleines Mini-Ding. Ruhe-Dings, eine Route, weil sonst wird das jetzt wieder zu lange gehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Dann lasst nicht vergessen. Und in diesem noch einen schönen Samstag. Tschüss.